Ich begrüße alle Anwesenden, weil ich die Zeit brauche. Weltklimavertrag beschließt die Dekarbonisierung. Wir haben gerade den Vortrag von der Frau Dr. Wenz gehört. Diesen Teil zum Klima, den sie hier schon viel ausgebaut hat, den bringe ich ja sonst in vielen Vorträgen bei mir immer als Vorspann, um ganz genau herauszustellen, welche Zusammenhänge zwischen Klima und Energie bestehen, weil das ja bei den meisten eigentlich immer unter den Tisch fällt. Der eine versteht nur was vom Klima und der andere versteht dann nur etwas von Energie und das funktioniert natürlich nicht. Ich habe das unter den Titel gestellt, Deutschland im siebten Jahr der Energiewende, wo steht Sachsen? Das passt eigentlich auch ganz gut. Heute ist der 10. März, morgen ist der 11., dann jährt sich also die Katastrophe von Fukushima. Fukushima war ja der Anlass für die Energiewende, aber es war nur der politische Anlass. Der eigentliche Treiber der Energiewende ist genau das, was wir also jetzt gehört haben. Das ist der Klimawandel, die Klimaveränderung, insbesondere die Klimaerwärmung, die uns riesengroße Probleme bereitet. In Sachsen haben wir größte Schwierigkeiten, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil das da bei vielen nicht so richtig angekommen ist. Und das hört man dann auch immer wieder heraus. Wir schauen jetzt erstmal da drauf, wie ist die Vergangenheit gewesen. Ein ganz kurzer Rückblick, das ist aber also auch nur ganz einfach. Ich habe hier einfach mal, was haben wir zur Verfügung? Wir haben die Wasserkraft zur Verfügung, wir haben die Windenergie zur Verfügung, wir haben die gesamte Bioenergie zur Verfügung und wir haben die Solarenergie. Alles jetzt mal nur auf den Strom beispielsweise bezogen. Und das sind unsere Ergebnisse. Seit 1991 haben wir natürlich schon einiges zusammengebracht. Nun stand ja neulich mal in der Zeitung, das seien veraltete Angaben, die hier irgendwo rauskommen und man müsse sie überhaupt in Frage stellen, das ist natürlich Unsinn. Bis 2015 sind es ausgewertete Daten, was anderes veröffentliche ich ja auch gar nicht. Ich mache es ja seit Jahr und Tag, aber es gab einige Besonderheiten, die sich dieses Jahr herausgestellt haben. Also das ist der Stand, der ausgewertete Stand 2015. Das sind immer Zahlen, die mit dem Statistischen Landesamt abgestimmt sind. An denen gibt es eigentlich nichts zu zweifeln. Und normalerweise dürfte in Sachsen keiner andere Zahlen veröffentlichen als die, die jetzt hier dort stehen. Anders sieht es für 2016 aus. So, jetzt gehen wir gleich mal rein. Der aktuelle Stand der erneuerbaren Energien in Sachsen. Das überblättere ich mal, Deutschland. Das gucken wir uns jetzt nicht an, aber das müssen wir uns angucken. Die Stromerzeugung, den Stromverbrauch in Sachsen 2015. Für 2016, ich sage nochmal mit aller Deutlichkeit, gibt es keine Zahlen in Sachsen. Da müssen wir noch warten bis zum nächsten Jahr im Januar. So, ich glaube, jetzt habe ich alles voll. Ja, wir haben also eine Bruttostromerzeugung, die ist etwas größer geworden in den letzten Jahren, weil ja in Boxberg dieser Block Box R ans Netz gegangen ist, 2012 ist das gewesen. Wir haben einen Bruttostromverbrauch, der bei knapp 26.000 Gigawattstunden liegt und der ist jetzt einfach angestiegen, weil, und das hatten mir die Kolleginnen und Kollegen im Stala schon im Spätsommer gesagt, sie müssten also die Stromverbräuche in Sachsen korrigieren, sie hätten einiges unter den Tisch fallen lassen, es ihnen dann nicht mit aufgefallen. Nebenbei gesagt, auch mir ist es nicht aufgefallen, obwohl ich ja jedes Jahr so eine Plausibilitätsprüfung mache, aber es waren keine Sprünge drin, also das war alles überzeugend. Für mich ist es natürlich auch ein bisschen unangenehm, ich habe ja die Zahlen immer veröffentlicht, habe sie auch vertreten und dann stimmen sie nicht, aber wir haben alles korrigiert, das kann ich Ihnen also sagen. Und ja, wir haben einen Nettostromverbrauch, der also etwa 2000 Gigawattstunden größer geworden ist, das ist schon allerhand, hätte ich mir auch nicht so vorgestellt. Und Sie finden hier also auch einen Differenzstromanteil. Das ist das, was zwischen Brutto- und Nettoverbrauch da ist. Und das wird natürlich jetzt alles gebraucht, um beispielsweise die Tagebaue zu betreiben, die Kraftwerke zu betreiben. Das ist der
Pumpenstrom für unser Pumpspeicherkraftwerk in Magersbach. Und das sind die ganzen Leitungsverluste, die da drin stecken. Und die machen natürlich doch einiges aus. Und wir haben also eine Stromerzeugung aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, die also im 2015 bei 5.699 262 Megawattstunden gelegen hat. Wir haben also immer eine solche Steigerung letzten Endes erreicht, aber die Steigerungen waren, weiß Gott, immer sehr klein. Gemessen an Deutschland hängen wir hinterher. Und wir haben einen sogenannten Überschussstrom, ist ja klar. Wir haben ja die Großkraftwerke in Boxberg und im Leipziger Raum, in Lippendorf, und wir produzieren deutlich mehr Strom, als wir verbrauchen können. Das ist auch Strom, macht ja etwa 3/4 unseres eigentlichen Nettostromverbrauchs aus. Das ist auch Strom, der natürlich die Netze belastet, weil wir natürlich keinen anderen Strom reinbringen können. Und dann gibt es immer wieder Abschaltung, vor allen Dingen, wenn die Sonne zu stark scheint und der Wind vielleicht noch mit dazu bläst. Übrigens, dieser Überschussstrom, den wir also hier haben, wenn ich ihn mal so bezeichnen will, verursacht etwa 15 Millionen Tonnen CO2-Emissionen in die Atmosphäre nach draußen. Sachsen emittiert pro Jahr etwas über 52 Millionen Tonnen. Nur CO2, dann kommen natürlich noch die beiden anderen Treibhausgase dazu. Und das ist umgerechnet dann etwa bei 55 Millionen Tonnen. Und da sagt dann mancher, na, das ist natürlich gemessen an den 37 Milliarden Tonnen CO2, wie wir es also dort gesehen haben, so gut wie gar nichts. Und da können wir natürlich emittieren und emittieren, da passiert ja nichts. Aber ein Euro besteht aus 100 Cent und wenn jeder so einen kleinen Teil mit dazu bringt, dann hat man natürlich auch dieses Geld dort letzten Endes zusammen. Aber das ist jetzt eine ganz wichtige Größe, dass wir hier diese Zahlen entsprechend korrigiert haben. Und das ist dieser bekannte Kuchen, den ich auch jedes Jahr im Grunde genommen bringe. Die Zahlen für 2015, die stehen oben. Und wie viel Prozent ist das bezogen auf den Nettostromverbrauch? Ich vertrete ja die Ansicht, dass man diesen ganzen Strom, der irgendwo von draußen in den Kraftwerken und den Tagebauen, in den Leitungsverlusten, der kommt ja gar nicht mit rein. Deswegen beziehe ich es auf den Nettostrom, aber ich habe es auch auf Brutto natürlich letzten Endes gemacht, um die gesamte Vergleichbarkeit hier herzustellen. Es gibt übrigens die Gegner der Energiewende, und die sind zahlreich in Sachsen, das kann ich Ihnen sagen, die nehmen immer brutto, weil dann die Erneuerbaren schon mal ungünstiger ausfallen. Am liebsten nehmen sie aber die Primärenergie. So, und das ist natürlich klar. Unser bestes Kraftwerk, der Block Box R, hat 43,5% elektrischen Wirkungsgrad. Das bedeutet also, von einer Tonne musste natürlich das andere mehr mit reinbringen. Und das ist aber alles Primärenergie. Und da hört sich das natürlich dann ganz gut an. Dann sagt er doch, ihr kleinen Kerle, was wollt ihr denn eigentlich? Aber das bloß mal so mit am Rande. So sieht das also aus. Die Windenergie, die Biomasseenergie und die Photovoltaik, das sind die drei großen Felder. Wobei es so ist, dass wir in der Biomasse, was wir ja in flüssige feste und in gasförmige Energieträger aufgeteilt haben, haben wir letzten Endes mehr. Der Kuchenteil ist größer als der vom Wind. Aufgeholt haben wir, was ich mir zu meinen Dienstzeiten da bis vor 8 Jahren gar nicht so vorstellen konnte, in der Photovoltaik. Aber so ist es letzten Endes. Ich habe mal die Zahlen dahinter geschrieben für 2016. So, die gibt es natürlich noch gar nicht, aber was wir haben, wir haben natürlich die Anlagenleistung, das wissen wir, was in etwa da ist. Wir wissen auch, wie das Jahr wettermäßig abgelaufen ist. Denn wir
haben ja den Schwerpunkt an fluktuierenden Energieträgern. Also Wind ist ein fluktuierender, die Sonne ist ein fluktuierender, auch die Wasserkraft, die ja bei uns nicht die ganz große Rolle spielt, aber ich lasse die niemals heraus. Auch das ist bei uns ein fluktuierender Energieträger. Und mit der Biomasse ist klar, da kann man also kontinuierlich rund um die Uhr kann man dort letzten Endes Strom wandeln und den einspeisen. Und da das Jahr 2016 windmäßig und solarmäßig nicht so gut ausgefallen ist, ist meine Hochrechnung natürlich auch so ausgefallen, wie ich sie hier vorstelle. Ich gehe also von 5.805 Gigawattstunden aus. Demzufolge ist also auch der prozentuale Anstieg sehr gering. Dahinter stehen dann immer die Mengen, die wir vermieden haben, nicht eingespart, die wir vermieden haben, an CO2 in die Atmosphäre dort abzugeben. Also es gibt eine Riesenmenge zu tun, das sieht man natürlich. Hier nochmal, hier sind jetzt also auch schon die Stromverbräuche korrigiert, das sind die Netto-Stromverbräuche. Und da sieht man, vorher sah das ja genauso aus, nur dass es ein bisschen niedriger war. Da kommt kein Mensch auf die Idee, dass die Kolleginnen und Kollegen im Stahler vielleicht nicht ordentlich gearbeitet haben. Aber den Vorwurf habe ich Ihnen nicht gemacht. Das ist eben so, es ist so passiert. Und für 2016 habe ich natürlich 22.000 Gigawattstunden angesetzt und dann kommen wir auf ein in etwa solches Ergebnis. Natürlich ist es stark abgeknickt, weil es 2016 praktisch keinen oder nur einen geringen Anstieg letzten Endes gegeben hat. Ja. So, hier haben wir noch einmal ein paar Zahlen, die wir also jetzt hier gegenüberstellen. Da haben wir es also komplett. Für 2015 sind es die ausgewerteten Zahlen. Natürlich kann jemand anders auch andere Zahlen vorstellen, aber das sind die vom Statistischen Landesamt. Und es sind keine veralteten Zahlen und es sind keine geschönten Zahlen, sondern das sind die Zahlen, die uns zur Verfügung stehen. Und was anderes stelle ich auch nicht vor. Also da bin ich als Wissenschaftler natürlich hinterher, dass ich da nicht an irgendwelchen Manipulationen mit dran teilnehme. Und da kommen natürlich dann Zahlen heraus, 25,9% auf den Nettoverbrauch. Und wir waren natürlich im vergangenen Jahr schon bei über 28. Das haben wir natürlich auch entsprechend dort vorgestellt. Und Sie sehen dann die Zahlen, die ich für 2016 gegenübergestellt habe, die sind natürlich dann niedriger. Das habe ich ja gesehen, dass der Wind nicht so die Ergebnisse gebracht hat, denn ich betreibe ja auch noch jeden Monat eine Windenergiestudie, die also im Verband, sowohl hier in der VEE als auch im Landeswindverband, dann von mir zur Verfügung gestellt wird. Wie gesagt, wir haben auch keinen großen Zuwachs in der Photovoltaik. Die ist bisher recht gut gelaufen, muss man so sagen, aber jetzt ist das natürlich halt alles eingestellt. Der Staatssekretär hat natürlich gesagt, er findet das gut mit der Ausschreibung, aber ich kann Ihnen also sagen, ich finde es nicht gut, weil es für... weil es für unsere Ziele im Bereich Klimaschutz eben nicht gut ist. Gut, es kam jetzt aus dem SPD-geführten Ministerium, das macht ja nichts. Also von der großen Regierungskoalition, da kommt ja auch, da sind ja eine ganze Reihe drin, die ich persönlich als Klimaleugner und Energiewendegegner dort einstufe. Da kommen natürlich dann auch nicht allzu viel Gescheites in der Richtung. Aber im Oktober hat der Deutsche Bundestag einstimmig das Weltklimaabkommen ratifiziert. Ich habe dann hinterher Stimmen gehört, die wetterten dann schon wieder gegen alles. Ich dachte, entweder sind die nicht dabei gewesen bei der Abstimmung oder es hat eine Fraktionsdisziplin gegeben und haben gesagt, na gut, dann müssen wir mit dem, aber wir sind trotzdem nicht einverstanden. Also einer, ein sächsischer Bundestagsabgeordneter, der am 1. Februar dort in Leipzig auf einer Veranstaltung da tolle Sachen dort losgelassen. Also da kommt man dann natürlich nur ins Staunen. Der war wahrscheinlich dann auch nicht mit dabei. Oder es war das mit der Fraktionsdisziplin. So sieht es also aus. Hier stehen also auch noch die Anzahl
der Einwohner, der Haushalte habe ich noch drunter geschrieben, was wir an Strom verbrauchen pro Haushalt und an Strom, damit man das auch nachvollziehen kann. Also diese kleinen Zahlen, die sind da letzten Endes drunter. So, die Jahresstromerträge in Sachsen 2015-16, was haben wir denn eigentlich damit erreicht? Machen wir sie gleich voll hier. Und da sieht man natürlich, was wir hier letzten Endes hingebracht haben, rein rechnerisch. Rein rechnerisch sind wir in der Lage, und das haben wir auch gemacht, dass wir 2015 104,5% unserer Bevölkerung, also des Haushaltsstromverbrauchs, haben wir alleine aus den Erneuerbaren abgedeckt. Aber nur rein rechnerisch, das muss man also auch immer dazu sagen. Und auch 2016 sind das natürlich noch über 100% gewesen. Hier ein wunderschönes Bild, Windenergie, so umstritten, wie sie sein mag, zumindest, also eigentlich sind ja alle dafür. Alle Umfragen, die kommen auf 90% Zustimmung für die Energiewende, selbst für die Windenergie sind die alle dafür, aber wenn die in der Nähe sind, dann kommen die natürlich mit Spruchbändern. Aber es ist eben halt immer so, das sage ich auch, es klingt sicherlich sehr undemokratisch, wer den Dorfteich ausbaggern will, damit die Feuerwehr Löschwasser hat, der kann nicht die Frösche fragen, ob die einverstanden sind. Denn die können praktisch nur dagegen sein. Also da, wo es um existenzielle Fragen geht, und es geht um existenzielle Fragen, das hat, glaube ich, die Frau Dr. Wenz gut rausgearbeitet, da muss man natürlich auch von oben her mal bestimmte Vorgaben machen und da kann also nicht jeder unten eventuell mitreden. Wie gesagt, das mag undemokratisch sein, aber da sehen wir auch, wo die Grenzen sind. In der Windenergie haben wir also mittlerweile eine völlig neue Klasse. Hier eine 3-Megawatt-Klasse, ich sage, das ist jetzt unser neues Aushängeschild hier. 4 Stück sind da voriges Jahr in Betrieb gegangen, von 9, na, das sind ja bald 50%. 3,3 Megawatt, 126 Meter Rotordurchmesser und das in einem Windgebiet, was nicht sehr toll war, was ich vor ein paar Jahren überhaupt gar nicht empfohlen hätte, dass man da vielleicht ein Repowering durchführen sollte. Aber die neue Technologieklasse, die bringen uns natürlich etwas. Und das kann man also hier sehen, der Dezember war ein guter Monat. Das ist meine Referenzmaschine, eine 2-Megawatt-Maschine, die da rechts steht. Und das war eine von den beiden. Da sehen Sie diese riesengroßen Unterschiede, die wir dort letzten Endes herausholen. Das überblättern wir mal. Dann kommen wir zur Photovoltaik. Hier sehen Sie natürlich, wir hatten über Jahre einen steilen Anstieg und schon sind wir irgendwo oben angelangt, können wir also nichts machen. Und man sieht das auch, wenn man also diese großen Anlagen sich ansieht, die sonst also immer mindestens 1000 Volllaststunden gebracht haben, die lagen dieses Mal ein klein wenig drunter und an der nächsten Kurve sieht man also auch an dem Knick, wo es gelegen hat. Die Biomasseenergie, ich habe hier mal ein Beispiel herausgegriffen, Friweika, das können Sie immer kaufen, das sind die Kartoffelprodukte haben. Das ist übrigens Strom, der nicht ins Netz geht. Den verbrauchen die selber. Also 40% ihres Energieverbrauchs nehmen die über ihre Biogasanlage und die speisen natürlich mit ihren Kartoffelschälerresten, was sie dort haben. Währenddem der kleine Landwirt, der bei mir am Stadtrand von Döbeln ist, der versorgt natürlich sich selber, den Strom speist er ein, weil er dafür letzten Endes mehr Geld bekommt. Die Wasserkraft wird ja auch immer verteufelt, da gibt es also genügend Leute. Aber ich weiß nicht, was man so sehr dagegen haben soll. Ich finde überall etwas. Also jede Energietechnologie ist immer mit irgendwelchen Beeinträchtigungen verbunden. Ich habe jetzt hier mal die Talsperre Klingenberg, die ist 1908 bis 1914 gebaut worden. Da haben sie eine Wasserkraftanlage, glaube 700 Kilowatt Nennleistung. Die Turbinen sind noch übrigens von 1914 drin, also die ganze Steuerung und alles, das haben sie natürlich gemacht. Und warum sollte man dort etwas dagegen haben? Ja, zu meinem letzten Punkt, Ausbau der Erneuerbaren.
ist praktisch ein Blick voraus. Wir gucken bloß mal bis 2020. Und das ist jetzt eine besonders interessante Folie, weil hier natürlich das alte Energie- und Klimaprogramm 2012, was natürlich umgekehrt heißen muss, Klima- und Energieprogramm, was nicht eine akademische Spitzfindigkeit von mir ist, aber da sind die Zahlen drin, die man bis 2023 erreichen will. Und da sieht man natürlich, dass wir 2015 schon relativ dicht dran waren in der Windenergie. 2016 wurde was abgesagt. Für dieses Jahr könnte es sein, dass wir etwa 2100 Gigawattstunden dort schon schaffen. Also das passt überhaupt nicht. Biomasseenergie haben wir schon übertroffen. Aber wie es weitergeht, das wissen wir natürlich noch nicht, weil auch dort überall Bremser kommen. Die finden ja alle irgendwo etwas, was da nicht geht und was da eigentlich nicht gut ist. Photovoltaik sind wir ausgebremst worden. Eine Technologie ist uns hier in Sachsen politisch kaputt gemacht, wo wir viele tausend Arbeitsplätze hatten und genau, wo wir um jeden anderen Arbeitsplatz immer kämpfen, das wurde also aufgegeben, kann man natürlich nichts machen, es war eine andere Regierung. Die Wasserkraft ist das, wo die immer sagen, die sei toll, schon fertig und wir haben aber noch etwa 100 Gigawattstunden noch in etwa drauf. Also das sind so die Zahlen, die muss man sich jetzt wirklich angucken, die muss man jetzt noch mal überarbeiten. Zum Wind haben wir ja schon gehört von Dr. Daniels. Also Sachsen steht an 11. Stelle. Das ist der Stand vom 31. Dezember. Wobei die sächsischen Zahlen, die habe ich selber reingeschrieben, weil die vom BWE nicht ganz gestimmt haben. Da wird also was gemeldet, aber es ist dann noch nicht gebaut. Nun habe ich also dort letzten Endes die Übersicht. Und dann ist es vielleicht auch so ganz gut, trotz alledem. Wir werden jetzt überholt von Baden-Württemberg. Die haben so viele Genehmigungen da vorliegen und auch die anderen Länder, also Thüringen hat uns, die lagen ja früher hinter uns. So sieht das aus. Das Saarland wird hinter uns bleiben und die drei Stadtstaaten. Aber Saarland hat ja nur, gucken Sie drauf, 0,14% der sächsischen Landesfläche. Also das ist ja gar kein Vergleichspartner für uns. Und dann passierte doch Folgendes, am 26. Februar kommt abends in MDR aktuell kommt ein Beitrag. Gerd, du warst also dort drauf und hast also dort zu unserer Studie berichtet und dergleichen mehr. Und dann hat also ein, aus der großen Regierungskoalitionspartei kam dann auch einer, der dort aufgetreten ist, den ich persönlich sage, das so vor völlig ungeschützt, den ich als Klimaleugner und Energiewendegegner dort einsortiert habe. Natürlich nicht, weil mir so eingefallen ist, sondern weil ich das genau beobachtet habe. Und dann sagt er natürlich, also dass Sachsen so weit hinten steht, das sei ja ganz normal, denn Sachsen hätte über 4 Millionen Einwohner. Das stimmte schon erstmal. Und im Vergleich zu Mecklenburg-Vorpommern, die hätten so 1,6 Millionen, das stimmte auch. Und die hätten aber eine viel größere Fläche und da müssten die natürlich auch mehr Anlagen haben. Jetzt habe ich natürlich hier Folgendes gemacht und habe mal Niedersachsen mit Sachsen verglichen und das Flächenverhältnis, Einwohnerverhältnis, das Verhältnis der Anlagen, Leistungsverhältnis. So, dann habe ich aber, Niedersachsen steht dann unten, da steht dann 7,38 noch was, mal 10 hoch minus 4. Das heißt 0,007, also 7 steht an vierter Stelle, pro Einwohner. Und man kann das natürlich nochmal 10 nehmen, dann hat man eine größere Zahl, die man dort letzten Endes da herausbekommt. Sachsen hat 0,0002 Windenergieanlagen pro Einwohner, also schon mal deutlich weniger als Niedersachsen. Wie sieht es in Mecklenburg-Vorpommern aus? Mecklenburg-Vorpommern hat 1,14 mal 10 hoch minus 3, eine ganze Zehnerpotenz mehr. Also diese Aussage, die stimmte natürlich nicht. Aber wer will denn das von den Zuschauern nachprüfen? Da sitzt dann so einer wie ich vor dem Fernseher und der macht das natürlich dann. Also Sie sehen, man muss da immer vorsichtig sein. Und ich höre es doch heute
Die 10-H-Regelung haben wir ja abgeschafft. Ja, das sage ich dann, meine Herren von der SPD, das war ein Konstruktionsfehler im Koalitionsvertrag. Wir haben gesagt, also wir wollen nichts vorschreiben, flexibel. Und das sollen doch die machen, die vorne an der Front stehen. Die wissen doch das am besten. Und die machen das natürlich auch. Indirekt können Sie natürlich nicht von 10-H-Regelung sprechen. Da haben Sie so eine Staffelung eingeführt. So, und dann guckt euch an. Vorher habe ich noch hier so ein konstruiertes Bild gezeigt. Das ist aber eine Anlage, ist nicht aus der 3-Megawatt-Klasse. 3,2 Megawatt, eine Siemens-Anlage mit 113 Meter Rotordurchmesser. Und da sieht man natürlich, was haben wir noch, 34,5 Meter, wenn der Zeiger praktisch unten steht. Was denkt ihr denn, was hier rauskommt? Die Maschinen sind teuer, aber Strom kommt da in der Menge nicht heraus. Die muss da 140 Meter hoch sein. Das ist also auf einen Meter ist das etwa 0,5-0,6% überschlagen, was ich mir an Strom dort raushält. Das sind enorme Verluste, die da letzten Endes herauskommen. So, und als letztes natürlich noch die energiepolitischen Grundforderungen von mir kennen Sie. Ich habe diesmal einen Schwerpunkt auf die Versorgungszuverlässigkeit gesetzt. Und da haben die Energiewendegegner natürlich jetzt im Januar den Begriff der Dunkelflaute erfunden. Es war so, wir hatten wenig Wind und wir hatten also wenig Sonne. Und da sieht man natürlich auch, muss man ja ehrlich sein, dass wir im Januar hier keinen großen Beitrag letzten Endes zur Stromversorgung leisten konnten. Ich habe mal für einen Tag, ich weiß gar nicht, welcher das jetzt ist, der 18. glaube ich, der 18. Januar, was da in Deutschland von der installierten Leistung da war, das war nichts. So, und deswegen habe ich also letzten Endes gesagt, dann kommt natürlich noch dazu, dass dann einige das auch nicht so genau nehmen. In der Photovoltaik, da lag Schnee drauf, obwohl schönes Wetter war. Da müssen ein paar Leute hingeschickt werden, die den Schnee runterkehren. Aber das ist ein großes Unternehmen. Die Kleinen, die sind hinterher. Die großen Unternehmen, na, da sieht es eben dann schlecht aus. So, und dann habe ich mal untersucht, ob was mit Pumpspeicherkraftwerken gehen würde. Um einen solchen Tag auszugleichen, da bräuchten wir in Deutschland 200 Pumpspeicherkraftwerke. Das funktioniert natürlich nicht, das ist halt ganz klar. So, in dem Folge habe ich also gesagt, die Stromspeicherung ist mittlerweile das A und O, und zwar alle Möglichkeiten, die wir haben, eine Energiewende, und so habe ich es auch in Dresden hier an anderer Stelle am 21. Februar postuliert, eine Energiewende ohne Stromspeicherung geht nicht. Funktioniert nicht, aber nicht erst 2035. Wir müssen sofort anfangen. Und der Staatssekretär Herr Prangs hat ja gesagt, 3,5 Millionen, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, haben es schon mal reingepackt und so weiter. Aber das reicht nicht. Hier müssen wir ein richtiges, großes Programm auflegen. Sonst kommen die ja aber immer wieder, die sagen ja, aber und so weiter. So, da sind wir fertig. Und dann sage ich noch mal die Klimaverantwortung. Das ist kein Rangierbahnhof. Klimaverantwortung lässt sich nicht verschieben und sie lässt sich überhaupt nicht abschieben. Wir haben die Verantwortung für uns, aber für unsere Kinder und für unsere Enkelkinder und mindestens für die erste ungeborene Generation. Denn das ist bis 2100 eine Riesenmenge, die auf uns zukommt. Ich bin nicht mehr da. 2035, sage ich den Politikern nochmal, muss endgültig Schluss sein mit der Kohleverstromung. Das ist der letzte Termin hier bei uns. Die anderen wollen doch ein bisschen länger. Applaus